Hoch auf den Klippen oberhalb der Schwertküste ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In ihr befindet sich die beste und umfangreichste Sammlung an Schriftstücken auf ganz Ferun. Sie ist eine beeindruckende Festung, in der strengen Isolation der Intrigen verborgen, die gelegentlich die übrigen vergessenen Reiche quälen. Sie ist abgelegen, in hohem Maße reglementiert und sie ist Heimat. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Stellvertretend für ihren Vater hat er sie aufgezogen. Mit 1000 Geschichten von Helden und Monstern, Liebenden und Ungläubigen, Schlachten und Tragödien. Jedoch eines blieb immer ungesagt: die Geschichte ihres wahren Erbes. Ihnen wurde erzählt, dass sie ein Orphan sind. Aber ihre Vergangenheit ist im Großen und Ganzen unbekannt. Kürzlich hat sich Gorion ihnen gegenüber so abweisend verhalten, als ob er irgendetwas Schweres auf dem Herzen hätte. Sie haben so vorsichtig wie möglich nach seinen Sorgen gefragt, aber leider vergeblich. Ihr einziger Trost ist die Gewissheit, dass er ein weiser Mann ist. Und sie wissen, dass er sich ihnen offenbaren wird, wenn die Zeit reif ist. Nichtsdestoweniger ist sein Schweigen beunruhigend. Und sie können nicht helfen. Aber sie fühlen, dass etwas Schreckliches vorgeht. Heute scheint Gorion besorgter denn je zu sein. Und nun hat er entgegen seiner Gepflogenheiten mitten am Tag eure Arbeit unterbrochen. Er hat euch rasch befohlen, euch reisefertig zu machen und euch alles Gold gegeben, das er entbehren kann. Doch ihr wisst immer noch nicht, warum. Und jetzt steht ihr vor dem Wirtshaus von Kerzenburg und seid bereit, Vorräte für diese ungeplante und unerwartete Reise zu kaufen. Ja, das war der Prolog-Text. Also für jedes Kapitel. Es gibt, glaube ich, mit dem Prolog außer dem Prolog noch 7 weitere, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, kommt so ein Text. Als Einführung geht es in das Kapitel. Und ja, man hat gerade gemerkt, es waren 2 Sprecher. Der zweite, der teilweise Englisch gesprochen hat, ist wohl der Sprecher, der ihm durchs Addon dazu gekommen ist. Gut, aber wir klicken jetzt auf Fertig und starten damit ins Spiel. So, da sind wir auch schon. Gut, das erste, was ich machen werde, ist das Spiel speichern als LP Start speichern. So, und dann mache ich jetzt erst einmal wieder einen Cut. Ja, weil die richtige Aufnahmesession beginnt dann erst später. Also ja, bis dann. So, da bin ich auch schon wieder. Entschuldigt den kleinen Cut. Aber ja, die letzte Aufnahme, also das, was vor dem Cut war, gehörte noch zur der Aufnahmesession mit der Charaktererstellung. Und das, was jetzt kommt, ist eine neue Aufnahmesession. Also damit das Ganze ein bisschen abgeschlossener ist. So, wir sind jetzt in-game. Und ja, ich habe gesagt, ich werde das Ganze so gut wie möglich Rollenspielern, aber ich werde auch ein bisschen erklären, vor allem jetzt zu Beginn. Also wir sehen hier den Spielbildschirm natürlich, haben hier unseren Char, unsere Talisa. Hier unten die Aktion, die sie ausführen kann, also die Aktionsleiste und den Dialog-Log drüber. Die Pausenfunktion daneben und die Menüeinträge. Also das ist das Spiel, Karte, Tagebuch, Inventar, Charakterbogen, Magierzauber, Klerikerzauber und Speichern und Laden. So, wir können mal kurz einen Blick auf die Karte werfen, da sehen wir nicht viel. Außer den Fleck, den wir gerade aufgedeckt haben. Im Tagebuch steht noch nichts. Und hier oben können wir mit diesen Pfeiltasten durch die verschiedenen Kapitel durchblättern. Und ja, es gibt 7 Kapitel, also weiter geht's nicht. Und wir befinden uns noch im Prolog. Inventar können wir uns angucken. Ganz klassisch aufgebaut. Beziehungsweise ist es ein bisschen unklassisch für die, die neuere Rollenspiele gewohnt sind. Das werdet ihr aber nachher dann sehen.
Also wie gesagt, das Inventar mit unserem Gold. Wir haben 100 Gold zu Anfang gekriegt. Und ja, die Menge an Gold, die wir am Anfang haben, ist einmal abhängig von der Klasse, die wir spielen. Also ein Krieger zum Beispiel, der eine schwere Rüstung tragen muss, kriegt mehr Gold als ein Magier. Und zum anderen vom Glück, also dann wird ausgewürfelt. Wir kriegen so zwischen, glaube ich, 80 und 150 Gold können wir kriegen. Aber 100 ist gar kein so schlechter Wert. Dann haben wir hier natürlich den Charakterbogen, also unsere Attributswerte und die ganzen Details. Wir sind Kämpfer Stufe 1, brauchen 2000 Erfahrungspunkte, um auf Stufe 2 aufzusteigen. Haben ein ETW 0 von 17, das ist unsere Trefferchance. Das erkläre ich dann aber später, wenn es soweit ist. Hier unten sehen wir übrigens noch unsere Rüstungsklasse, die beträgt gerade 9. Und ja, je höher die Rüstung, desto schlechter ist es. Also maximal ist 10, das ist am schlechtesten. Und dadurch, dass wir 15 Geschicklichkeit haben, haben wir 9. Ja, Lebenspunkte, aktuelle und maximale natürlich, sind nicht viele. Jetzt am Anfang 13 Stück gerade mal. Und ja, hier haben wir die ganzen Details. Also Anzahl der Angriffe 1,5. Überlieferung heißt, wie gut wir Gegenstände identifizieren können, Magiewiderstand, unser Ruf, der ist wichtig. Je nachdem, was wir tun, verbessert oder verschlechtert sich unser Ruf. Und so verhalten sich auch die Leute uns gegenüber. Also wenn wir einen Ruf von 0 haben, greift uns jeder an und kein Händler spricht mehr mit uns. Wenn wir einen Ruf von 20 haben, was das Maximum ist, kriegen wir schön dicke Rabatte. Was der Vorteil an einem guten Charakter ist. Gesinnungsprotokoll, klingt ein bisschen komisch übersetzt. Das ist in Wirklichkeit die KI, also das Skript, was man hier wählen kann. Weil normalerweise steht der Charakter nur dumm rum, wenn man ihm keine Aufgabe gibt. Machen wir 7-mal zum Kämpfer defensiv, dann steht hier, der Kämpfer greift alle Feinde an, die Gruppenmitglieder einschließlich seiner selbst angreifen. Er entfernt sich nicht so weit vom Anführer und so weiter. Und da gibt es noch Kämpfer passiv und aggressiv. Also, nee. Wir nehmen Kämpfer defensiv. Oder wir nehmen. Nee, wir nehmen defensiv. So. Genau, dann ist Gesinnungsprotokoll jetzt weiter 2. Dann unsere Rettungswürfe, also wie gut wir bestimmten Sachen widerstehen können, ist jetzt alles ziemlich hoch. Auch hier gilt, je niedriger es ist, desto besser, glaube ich. Dann unsere Waffenfähigkeiten, die wir am Anfang gegeben haben, also große Schwerter, stumpfe Waffen. Und unsere Fähigkeitsboni. Plus 2 auf Treffer, plus 3 auf Schaden. Ja, Rüstungsklasse, also das sind die Sachen, die aus den Attributen erwürfelt werden. Und wie gesagt, dieser Stärkebonus hier hinten bestimmt diesen Treffer- und Schadensbonus und das Türen öffnen hier. Gewichtszugabe, also wie viel wir tragen können, das wird hier angezeigt, 250. Ein normaler Charakter, also ein Nichtkämpfer mit 18, könnte, glaube ich, 210 tragen. Jo. Dann haben wir die Rüstungsklasse minus 1, wie gesagt, durch die Geschicklichkeit. Geschosseinstellung. Reaktionseinstellung, also ich glaube, das ist, wie gut wir zielen können und das ist, wie gut wir reagieren können. Trefferpunkte pro Stufe, also zu unseren Grundtrefferpunkten kriegen wir plus 3 dazu und Reaktion plus 5. Okay, ich bin ehrlich, ich habe mich nie wirklich dafür interessiert, für was diese beiden Sachen sind. Die Reaktion bedeutet nur, wie schnell wir im Kampf handeln können, also ob wir als Erste zuschlagen können oder der Gegner. Ja, dann die beiden Zauberbücher sind jetzt ausgegraut, weil wir da eben nichts können. Sieht man schön den Hintergrund hier, wissenschaftliche Alchemiebank beim Zauberbuch. Und bei Schriftrollen für Priester, also bei dem Klerikerzaubern, sind hier hinten so Gebetstische. Passt also gut rein. So viel zur Erklärung. Und hier unten ist noch das Rastensymbol, das wir brauchen, um unsere Zauber neu aufzuladen. Aber das erkläre ich, wenn es soweit ist. Wir gehen erstmal wieder zurück ins Spiel. Aus dem Intro haben wir ja, also aus dem Vorsagetext, den Erzählertext, haben wir ja erfahren, dass unser Ziehvater Gorion will, dass wir uns im Wirtshaus, vor dem wir stehen, eindecken mit Ausrüstung. Und dafür hat er uns eben die 100 Goldmünzen gegeben.
Das wollen wir allerdings noch nicht machen, denn es ist noch früh am Tag und er möchte erst abends los aufbrechen, hat er gesagt, im Schutze der Dunkelheit. Vor was auch immer wir weglaufen, das wissen weiß Talisa ja nicht. Meine Güte, ist das langweilig. Ja, und die Charaktere beschweren sich, wenn nichts passiert. Genau. Also, dann wollen wir erst einmal uns in Kerzenburg, also das ist der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Ich kann mal kurz die Weltkarte zeigen. Sieht man noch nicht viel drauf, außer Ortschaften. Also Naschkel und die Minen, also die sind schon mal, das ist sozusagen, dass ein Einsteiger, der das erste Mal das Spiel spielt, ungefähr weiß, in welche Richtung er sollte. Hier oben ist Baldur's Gate, der Namensgeber des Spiels, also das ist eine Stadt, inklusive Brücke und allem. Das da oben ist Ulgoths Beard, das ist das, die Add-on-Stadt, die ich schon angesprochen hatte. So viel zum Spoilern. Und ja, das sind die anderen Ortschaften. Also hier sieht man eine etwas, was aussieht wie eine Festung, die heißt Freundlicher Arm. Und eine Stadt mit namens Berigost. Ja, und Naschke sieht ein bisschen kleiner aus hier unten. Also kann man davon ausgehen, dass das nur ein Dorf ist, keine ganze Stadt. Gut, wir sind hier in Kerzenburg. Und wir wollen uns hier erstmal umsehen, da der Tag noch jung ist. Deswegen gehen wir einmal im Uhrzeigersinn rum. Und gucken mal, wen wir so alles treffen. Und gucken auch immer schön hinter die Häuser, wenn es möglich ist. Und in die Häuser rein. Die grünen Mönche hier, die alle Lehrer heißen, können wir ignorieren. Das ist Tutorial-Hilfe. Aber sie hier zum Beispiel, sie hat sogar einen Namen. Also immer, man kann immer davon ausgehen, wenn jemand einen Namen hat, dann ist er wichtig. Oder hat was zu sagen. Also, Flydia. Hallo, Leute! Was hast du uns denn zu sagen? Oh, hallo. Hast du meine Abschrift von Die Geschichten von Halhua irgendwo gesehen? Ich kann nämlich das ständige Schlurfen von arthritischen Füßen oben in der Bibliothek nicht ausstehen. Also dachte ich, ich gehe ein wenig Luft schnappen. Nicht weit östlich von hier und... Oh, warum bin ich nur so vergesslich? Wenn du das Buch suchen könntest, wäre ich dir dankbar. Ich brauche es unbedingt wieder. Also ja, diese Frau kennen wir, also beziehungsweise Talisa kennt sie, weil sie ist ja hier aufgewachsen. Und ja, wie im Tagebuch schon steht, die liebe geistesabwesende Flydia oder Plydia oder wie man sie auch immer ausspricht, hat noch eines ihrer Bücher verloren. Dieses Mal war es die Geschichte von Halhua. Bei ihrem letzten Besuch in Kerzenburg verlor sie eine ganze vierbändige Ausgabe im Heu, das wir für die Kühe aufbewahren. Also ja, wir kennen Flydia, beziehungsweise Talisa kennt Flydia, deswegen haben wir sie ihr mal Hallo gesagt und gleich einen Auftrag von ihr bekommen. Übrigens sieht man hier unten schön, wenn was ins Tagebuch hinzugefügt wurde. Das werde ich dann immer vorlesen, wenn es was Interessantes ist. Gut. Hier haben wir Priesterquartiere. Da wollen wir natürlich gleich reingucken. Auch wenn Talisa jetzt noch nicht daran denkt, ein Priester zu werden. Gehen wir einfach mal rein. Tag auch. Oh, da begrüßt uns jemand. Schenk. Ja, hallo Schenk. Oh, klasse. Ganz klasse. Ich habe dich zuerst gefunden. Du bist Gorions Schützling, keine Frage. Ja, wir haben keine Ahnung von der Welt da draußen und wer er ist. Also sind wir mal ganz freundlich und naiv. Das bin ich. Was kann ich für euch tun? Oh, unsere Begegnung wird für euch ganz einfach verlaufen. Genauer gesagt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euer Lebenslichtlein auszublasen. Das wird mir etwas Respekt unter den Kameraden einbringen. Ihr seht also, ihr könnt nur wenig tun, außer zu sterben. Nichts leichter als das. Wir können dich mit unserem Stab verhauen. Ich poliere dir... So viel dazu. Übrigens, der Stab, also das ist immer die Anfangswaffe in den meisten Spielen, in den meisten Vergessenen Reiche Spielen, jedenfalls Baldur's Gate 1, Icewind Dale 1 und 2, Baldur's Gate 2 nicht und ich glaube Neverwinter Nights auch nicht. Ne, da kriegt man extra Ausrüstung auf einen angepasst. Also ja, ist eine stumpfe Waffe und stumpfe Waffen haben wir ja geskillt.
Also der Stab ist schon mal zum hier rumlaufen gar nicht mal so schlecht. Und um uns hier umzuschauen. So. Hier ist ein bisschen Gold in den Sachen. Und ja, Talisa bedient sich hier mal netterweise. Oh, ein Kriegshammer. Sogar noch praktischer. Übrigens, die Waffen machen sogenannte Würfelschaden. Also sieht man hier, ein W4 bedeutet, er macht ein Würfel mit vier Augen, vier Seiten Schaden plus 1. Also macht er 1 bis 4 Schaden plus 1, also 2 bis 5 Schaden. Der Stab macht 1 bis 6. Ist aber nicht ganz so gut wie der Hammer. Weil wir den Hammer einhändig führen können. So. Und ja, Talisa bedient sich hier, weil erstmal alles, was nicht abgeschlossen ist, da können wir einfach zu lang. Da haben die Leute nichts dagegen. Und außerdem brauchen wir alles, was wir finden können für unsere Reise. Oh, und ein besorgter Priester kommt. Talisa, ihr habt euch über der Augenbraue geschnitten. Was ist los, mein Kind? Etwas in euren Augen sagt mir, dass hier etwas absolut nicht stimmt. Okay, wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir können lügen und uns damit blamieren, indem wir sagen, dass eine Katze uns gekratzt hat. Oder wir können etwas überreagieren, was allgemein zu der Stellung, also wir sind ja eigentlich hier in einem geborgenen, sicheren Ort aufgewachsen und auf einmal will uns jemand töten. Das kann schon das erste Mal etwas heftig sein, deswegen nehmen wir das. Oh, Pater, da war ein Mann hier. Er roch nach Stall und er versuchte mich umzubringen. Es war furchtbar. Beeilung, Kind. Rüstet euch im Wirtshaus und seht zu, dass ihr Gorion auf der Bibliothekstreppe trefft. Ich hatte es im Gefühl, dass so etwas passieren würde.